Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich möchte euch diesmal zeigen, wo ihr die Pokémon Wadribi, Hohenweisel, Molunk und Amphira fangen könnt, beziehungsweise wie das mit der Entwicklung abläuft. Gut, wir starten mit Wadribi und Hohenweisel, die wir beide hier in der Wonnenwiese finden. Und wir brauchen für beide das Wetter normal, das ist der 1.5.2020 und beide werden in der Overworld spawnen. Wadribi wird hier in den Wiesen spawnen, im zentralen und östlichen Teil, also hier so mittig und da hinten. Mit einer 60% Chance, also sehr hoch. Ah, ihr seht hier schon zwei Stück. Wir fahren zu der noch runter, schauen hier mal. Oh ja, ganz viele. Also ja, bei normalem, also klarem Wetter ganz, ganz viele. Nicht schwer zu übersehen. Gut, Hohenweisel hat einen fixen Standpunkt bei dem Wetter normal. Und zwar hier wird das zu einer 100% Chance immer sein, wenn eben das Wetter normal bzw. klar ist. Dann könnt ihr die hier auch ganz einfach fangen. Mit der Entwicklung ist es jetzt ein bisschen special bei Wadribi. Und zwar, Wadribi entwickelt sich ab Level 21, wenn es ein Level Up bekommt, ab Level 21, aber nur wenn es ein Weibchen ist. Männchen können sich nicht entwickeln. Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten, und zwar zum Molunk, das wir hier in der Megalithenebene finden werden. Genau hier. Wir fliegen mal zum Brückental. Und müssen aber jetzt noch das Wetter ändern auf Sonnenschein. Sonnenschein ist der 1.7. Das ändern wir schnell. Sehr schön. Und hier ist es jetzt so, das Molunk, ich zeige das nochmal kurz auf der Karte, mit dieser Spawnrate, also 15% Spawnrate in der Overworld hat das, hier in der Megalithenebene, aber nur im östlichen Teil. Also im rechten Teil der Karte wird das hier kommen. Also gleich hier bei der Wiese sollten die schon auftauchen, die Molunks. Wir sehen mal, ob wir einen sehen. Die sind halt wieder so aggressive Viecher hier. Die sind halt wieder so klein. Die sind wirklich klein und vor allem, weil sie so am Boden rumkriechen. Ah, hier ist schon einer. Kommt angerannt. Also man muss fast ein bisschen in die Wiese und entweder auf gut Glück oder dass ein Aggressiver dabei ist. War das jetzt... Ah ja. Ah, ja. Sie sind ein bisschen aggressiv, also sobald sie euch sehen, werden sie dann eh rausgerannt kommen. Gut, der ist eigentlich ganz easy zu fangen. 15% ist nicht das Höchste, aber in der Overworld ist das sehr angemessen. Ja, und mit Amphira ist es so, den können wir leider nur in Raids fangen. Der ist nicht in der Wildnis erhältlich. Was laber ich? Der ist nicht in der Wildnis erhältlich, Amphira, okay? Nur in Raids leider. Und ja, zu der Entwicklung noch von Molunk. Mit Molunk ist es so ähnlich wie bei Wadribi. Molunk entwickelt sich ab Level 33 bei einem Level Up, aber auch nur, wenn es ein Weibchen ist. Die Männchen können sich nicht entwickeln. Gut. Das war's schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!